Hallo zusammen, ich melde mich heute mal aus dem Fraktionsvorstandsraum der Unionsfraktion. Und zwar hatten wir da nämlich gerade eben noch ein sehr wichtiges Meeting zusammen mit allen Rechts- und Innenpolitikern hier im Deutschen Bundestag und ganz wichtig den Europaabgeordneten der Unionsfraktion, denn wir haben über eins der wichtigsten Themen in dieser Woche gesprochen, den EU-Außengrenzenschutz. Und ihr wisst es, normalerweise haben wir immer ein Oberthema in den Wochenvideos. In diesem Video werden wir versuchen, mal zwei Themen unterzubringen, weil wir doch tatsächlich gerade sehr bewegte Zeiten haben und natürlich müssen wir euch auch ein bisschen was erzählen über das Coronavirus. Aber steigen wir vielleicht erstmal ein in die Woche. Die ging nämlich für mich los mit den üblichen Sitzungen und wir hatten das Deutsch-Japanische Wirtschaftsforum bzw. den Deutsch-Japanischen Wirtschaftsdialog, wie er richtig heißt. Dort werden Unternehmer aus Deutschland und aus Japan eingeladen, um einfach die langjährige Wirtschaftskooperation zu pflegen. Und das war für mich in diesem Jahr ganz besonders, denn ich hatte einen Unternehmer aus Halle zu Gast, der gleichzeitig auch Abnehmer oder größter Abnehmer von japanischen Baumaschinen in Deutschland ist. Also Halle International hier in Berlin auch vertreten. Dann hatten wir natürlich diverse Besprechungen. Ich hatte es schon gesagt, ein Hauptthema, was uns momentan hier beschäftigt, auch im Innenausschuss, ist die Lage an der türkischen Grenze zur EU, also sozusagen in Griechenland. Und ich muss euch sagen, meine persönliche Meinung schließt eigentlich ziemlich der von Kanzler Sebastian Kurz in Österreich an. Der hat gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, wo wir jetzt die Verantwortlichkeiten hinschieben, denn noch vor einer Woche hatten wir dort keine humanitäre Krise. Die wurde erst erzeugt, nachdem der türkische Ministerpräsident sich entschlossen hat, Menschen als Druckmittel einzusetzen, um die Europäische Union zu erpressen. Da müssen wir jetzt wirklich sehr genau aufpassen, dass wir da differenzieren zwischen helfen, für die, die Hilfe auch wirklich benötigen und uns nicht erpressen lassen. Deswegen ist meine Position, wir müssen unsere Außengrenze jetzt schützen, denn wir dürfen uns auch nicht erpressen lassen. Ja, und dann natürlich das zweite große Thema, was uns hier auch alle beschäftigt, auch im Deutschen Bundestag, ist das Thema Coronavirus. Ich kann euch sagen, ich persönlich bin noch nicht in Panik. Ich mache es, wie ihr es vielleicht auch machen solltet, ruhig und besonnen an die Sache heranzugehen. So hat ja auch Gesundheitsminister Jens Spahn sich erklärt. Wir haben aktuell in Deutschland, auf der ganzen Welt insgesamt 100.000 Fälle, in Deutschland 550 Infektionen. Wir gehen auch davon aus, dass das noch ein paar mehr werden. Aber mal zum Vergleich, bei der letzten größeren Grippenwelle 2017 zu 2018 hatten wir allein 9 Millionen zusätzliche Arztbesuche und wir haben von mehreren tausend Todesopfern gesprochen. Das Coronavirus hat Gott sei Dank in Deutschland noch kein einziges Todesopfer gefordert und wir werden alles dafür geben, dass es auch so bleibt. Also seid besonnen, aber reagiert nicht über und wir werden schauen, wie wir das in den nächsten Tagen auch noch weiter mit öffentlicher Kommunikation unterstützen können. Jetzt schaue ich nochmal auf meinen schlauen Zettel. Ja, neben diesen zwei großen Themen hatten wir natürlich auch wieder einiges im Plenum zu bereden. Wir hatten das Strukturstärkungsgesetz und gerade heute am Freitag, also der Kohleausstieg für die, die jetzt nicht so tief in der Materie sind, hatten wir unseren Ministerpräsident Haseloff hier bei uns zu Gast im Deutschen Bundestag und er hat auch dazu gesprochen, sogar sehr lange. Wir haben hier so ein bisschen gescherzt, das war eine Regierungsbefragung der Landesregierung im Deutschen Bundestag. Es gab nämlich außergewöhnlich viele Zwischenfragen und ich finde, unser MP hat auch nochmal sehr klar unsere Position vermittelt, die heißt, erst Geld, dann Strukturwandel, dann Ausstieg. Also, darauf halte ich euch weiter auf dem Laufenden. Und auch ich war wieder gefragt. Ich hatte nämlich zwei Reden, beziehungsweise eine hatte ich schon, zum Thema THW-Gesetz. Und eine zweite wird jetzt gleich noch folgen, unmittelbar nach diesem Video. Da geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Und zwar, wie hält es denn die Linkspartei mit dem Umgang unserer Verfassung, beziehungsweise unseren demokratischen Strukturen? Die werde ich jetzt unmittelbar hier danach noch halten. Und dann geht es zurück nach Halle. Da steht an diesem Wochenende auch ein Highlight an. Und zwar haben wir die schon lang ersehnte Karl-Lagerfeld-Ausstellung in der Moritzburg. Die wird jetzt ab der nächsten Woche der Öffentlichkeit zugänglich sein. Es gibt jetzt schon mal so, wie heißt das so, Pre-Opening oder eine kleine sozusagen Ersteröffnung am Wochenende. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Was man schon sagen kann, das wird wieder eine international erfolgreiche Ausstellung sein, die viele Gäste in unsere tolle Stadt lockt. Und wenn ihr Lust habt, kommt doch auch mal vorbei, schaut es euch an und schreibt mir auch gerne, was euch gefallen hat und was vielleicht auch nicht. Ja, in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende unseres Videos. Ihr wisst, da gibt es immer noch den Funfact. Die Woche war jetzt gar nicht so funny, muss man leider sagen, aber es gibt eine Sache, die möchte ich euch nicht vorenthalten, und zwar Sachsen-Anhalt ist momentan das sicherste Land der Republik, wenn es um die Frage geht, wo gibt es Corona-Infizierungen. Wir haben nämlich glücklicherweise bis jetzt noch keinen einzigen Corona-Fall in Sachsen-Anhalt und das macht uns so ein bisschen zum gallischen Dorf der Republik. Also passt auf euch auf, ich werde mir jetzt noch die Hände waschen, damit ich auch keine Viren aus Berlin mit nach Halle schleppe und ich wünsche euch ein gesundes und erfolgreiches Wochenende. Wir sehen uns im März noch zweimal wieder, denn wir haben ganze drei Sitzungswochen und in der Zwischenzeit, wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas auf dem Herzen liegt, kommentiert einfach und bis dahin alles Gute.